Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung am Dienstagabend hier bei Ihrem BLK-TV. Am ersten Freitag im September wird in Hohenmölzen der Herbstmarkt gefeiert. Das traditionelle Stadtfest erinnert bereits seit über 900 Jahren daran, dass die Stadt ihr Marktrecht erhielt und in den Geschichtsbüchern ihren Platz bekam. Einmal im Jahr ist in Hohenmölzen buchstäblich der Teufel los. Am vergangenen Freitag war es wieder soweit. Der traditionelle Mölzer Markt läutete die dritte Jahreszeit ein. Bereits 1284 wurde Hohenmölzen, damals noch Melzin genannt, das Marktrecht verliehen. Die älteste bekannte Urkunde stammt aus dem Jahr 1510. Sie wird im Staatsarchiv Dresden aufbewahrt. Das Recht, einen Markt abhalten zu dürfen, mussten sich die Hohenmölzner stets von den jeweiligen Landesherren genehmigen lassen. Und heute wird dieses Prozedere bei der Eröffnung auf dem Mittelaltermarkt wieder zelebriert. Noch heute ist der Hohenmölzner Herbstmarkt das Ereignis des Jahres. Wie einst festgelegt, denn der heilige Ägidius gab dem Markt den Namen und bestimmte den Termin. Bis heute. Stets am ersten Freitag im September reisten und reisen noch heute Händler aus dem ganzen Land an, um hier ihre Waren an den Mann bzw. an die Frau zu bringen. Hohenmölzen, ein sonst eher verschlafenes Städtchen, platzt dann förmlich aus allen Nähten. So auch wieder in diesem Jahr. Dicht gedrängt kämpften sich die Menschenmassen durch die von Händlern gesäumten Straßen. Dass das Fest in diesem Jahr wieder so eine Resonanz erfahren hat, konnte Hohenmölzen Stadtoberhaupt nur bestätigen. Andy, was macht eigentlich die Faszination jetzt vom Mölzermarkt aus? Ich meine, wir alte Mölzer wissen, es ist eigentlich immer das Gleiche in Anführungsstriche. Und trotzdem dieses Rieseninteresse, dieser Riesenantrang. Naja, seit 1284 wird in Hohenmölzen Markt gefeiert. Und jeder weiß, dass an diesem Wochenende im Kalender nichts anderes stehen kann als Hohenmölzen. Und das ist wie ein großes Klassentreffen. Alle kommen hier wieder in die Heimatstadt zurück, wenn sie auch nicht mehr hier wohnen. Und ja, das ist einfach ein schönes Treffen. Alle haben sich lieb. Wir feiern und haben noch ein bisschen Historie mit dabei. Und das ist eben alles zusammen eine wunderschöne Familie, die wir hier in Hohenmölzen auf den Platz bringen. Und auch der Markt Freitag war wieder das, so wie man sich ihn vorstellt. Ja, natürlich haben wir das Bierfass angestochen, die Fanfaren haben gespielt, der Reit- und Fahrverein aus Grandschütz macht das große Fest halt auf dem Marktplatz, das Festival der Spielleute, hier der Drei Türme e.V., also alles aus dem Ehrenamt heraus organisiert. Und das muss man ja schon mal hinbekommen, dass so ein großes Stadtfest von vielen ehrenamtlichen Kräften getragen wird. Und du hast während dieser Zeit mal dein Amt im Rathaus etwas ruhen lassen? Naja, Bürgermeister ist man immer, aber man kann ja auch als historischer Bürgermeister daherkommen, ob als Herold oder als Spielmann. Wir waren auf allen Plätzen unterwegs und haben viele Gespräche geführt und ich glaube, das macht ja auch ein Bürgermeister aus. Ne? Das ist richtig und es tut mal ganz gut, ne? Mal von den Alltagsproblemen, die wir haben, wir wissen, von was wir reden, auch mal abschalten zu können. Naja, das ist ja auch ganz wichtig, ne? Dass wir mal zusammenkommen, dass wir mal ein bisschen mehr Gelassenheit zeigen, dass wir miteinander feiern und die Alltagssorgen ein Stück weit hinter uns lassen. Die kommen natürlich morgen wieder, ne? Aber so ist das Leben. Und viele Menschen nehmen aus diesem Wochenende ganz viel für sich selber mit und das ist wichtig. Ja, wir können ja die Geschichte nicht umschreiben, Martina, aber ihr habt doch immer wieder was Neues im Petto. Ja, das haben wir in diesem Jahr mit dem Theaterstück gemacht, ein ganz neues rundherum gebastelt zur Schlacht, denn die können wir nicht ändern, die ist nun mal historisch belegt, aber das Theaterteam hat sich hier ganz, ganz viel Mühe gegeben, hat ein neues Drehbuch geschrieben. Die Gewandenschneider haben neue Gewandungen zusammengezaubert, kann man fast sagen. Kulissenbauer
haben uns wunderschöne Kulissen gebaut. Wenn ihr nachher bei der Schlacht zuguckt, dann seht ihr das. Also wir haben ja gestern schon das erste Mal die Schlacht gespielt und ich glaube, die Leute waren richtig, richtig begeistert. Ja. Natürlich zog auch der Vergnügungspark, wie in jedem Jahr, mit seinen zahlreichen Fahrgeschäften, Losbuden und, jung und alt an. Und wie bereits erwähnt, der Drei Türme e.V. versucht jedes Jahr den Mittelaltermarkt noch attraktiver zu gestalten. Auf alle Fälle hat sich auch in diesem Jahr wieder einmal gezeigt, dass der Hohenmölzner Herbstmarkt nichts an Attraktivität verloren hat. Ganz im Gegenteil. Na dann, bis auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Am vergangenen Wochenende war es endlich soweit. Das Stadion vom 1. FC Zeitz konnte nach dem Hochwasser 2013 endlich wieder seiner Bestimmung übergeben werden. Seit 1845 wurde hier auf dem Areal im Tiergartenhof ein Turnfest ausgetragen. Und am 5. Juni 1921 der erste Sportplatz, die sportliche Heimstätte der damaligen Spielvereinigung Zeitz, eingeweiht. 7 Jahre nach Kriegsende wurde am 21. September 1952 das Stadion mit neu geschaffenen Zuschauertraversen eröffnet und erhielt seinen heute noch bestehenden Namen Ernst-Thälmann-Stadion. Mit einem kurzen geschichtlichen Exkurs begann am Samstag die offizielle Einweihung des durch das Hochwasser 2013 verwüstete und nun neu errichtete Ernst-Thälmann-Stadion in Zeitz. Hunderte Besucher ließen es sich nicht nehmen, den Worten von Oberbürgermeister Christian Thieme und dem Minister für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht, zu folgen. Ich freue mich wirklich sehr, Sie heute hier zur Eröffnung des Ernst-Thälmann-Stadions nach seiner Wiederherstellung begrüßen zu dürfen. Die erste Bewährungsprobe hat das Stadion bereits vorgestern beim Fußballspiel des 1. FC Zeitz gegen Dynamo Dresden bestanden. Das Ergebnis ist, Zeitz hat ein Tor geschossen. Das wollte ich doch nochmal hervorheben. Es gab natürlich auch bei diesem Spiel einen Gewinner und einen Verlierer, aber am Ende zählt, dass das Stadion nach all den Jahren endlich wieder genutzt werden kann. Insgesamt 6 Jahre hat es bis zum Wiederaufbau gedauert. Nach 6 Jahren befinden wir uns nun an dem Ort, welcher 2013 von Schmutz und Zerstörung gekennzeichnet war, heute aber in neuem Glanz erstrahlt. 6 Jahre waren eine lange Zeit, und zwar für uns alle. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Christian, Herr Bartlau, Herr Vogt, liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe Zeitzer, ist das nicht schön geworden? Ich habe das mehrfach hier besucht, wir haben häufiger hier gestanden. Ich habe das gesehen nach der Katastrophe, während der Bauphase. Und ich muss sagen, Zeitz hat ein wunderschönes Stadion bekommen. Und ich danke auch den Sportlerinnen und Sportlern, die 6 Jahre sich haben in Geduld üben müssen. Das ist ja auch nicht einfach, lieber Wartner, lieber Herr Vogt, wenn man trotzdem seine Sportlerinnen und Sportler dann noch bei Stange hält. Und dafür gilt auch mein Dank. Und ich wünsche, dass in diesem Stadion viele gute, faire, sportliche Wettkämpfe stattfinden. Ich wünsche mir aber auch, dass von den Vereinen, die es hier nutzen, es ein gutes Vereinsleben mit und untereinander gibt. Denn Sport und Sportvereine sind auch ein Stück weit gelebte Heimat für Zeitz. Mit einem rund einstündigen Programm wurde das Stadion offiziell eingeweiht. Am Freitag hatte zuvor schon der 1. FC Zeitz mit dem Spiel gegen Dynamo Dresden für volle Ränge und das erste Highlight im neuen Stadion gesorgt. Für den Vorsitzenden des 1. FC Zeitz blieb der Samstag sicher unvergessen, denn er konnte an diesem Tag nicht nur die Einweihung, sondern auch seinen Geburtstag feiern. Er war natürlich froh, dass nach 6 Jahren sein Verein nun endlich wieder eine Heimat hat. Ja, froh, sag mal, das ist
der ganze Verein ist froh und glücklich, dass nun endlich jetzt die Zeit vorbei ist und wir endlich wieder unter, sag mal, eigentlich hervorragenden Bedingungen trainieren können. Das, was die letzten Jahre hier gewesen ist, kann man ja nur allen Mitgliedern nochmal Respekt zollen, dass sie alle durchgehalten haben. Dafür ist jetzt alles umso schöner geworden. Und wir können froh sein, dass wir jetzt in unserer Stadt so eine schöne Sportanlage haben, egal ob für Fußball oder Leichtathletik oder andere Sportarten. Und von daher kann ich nur noch mal mein Dankeschön an alle Vereine ausrichten, die uns damals in dieser Zeit unterstützt und geholfen haben. Das Ernst-Zehmann-Stadion ist nun wieder bereit für viele sportliche Höhepunkte in Zeitz. Na, es hat sich auf jeden Fall bewährt. Sicherlich gibt es immer noch was kleine Ecken zu finden und was weiß ich, wo man sagen könnte, naja, das könnte man vielleicht noch ändern. Aber das sind Kleinigkeiten. Das Großteil der Veranstaltung war top. Die Leute waren vor allen Dingen da, weil es die Zeitzer Bürger ja auch interessiert. Und wir haben uns gefreut, das Stadion wieder mal so richtig voll zu sehen. Und für uns ist es ein Zeichen, die jetzt mit dem neuen Stadion, mit neuem Schwung wieder anzufangen und hier den Zeitzern einen Fußballverein zu bieten, der für alle interessant ist und wo man weiß, hier kann man seine Kinder hinschicken und zum Fußball spielen. Auch Dietmar Vogt, der erste Vorsitzende der SG Chemie Zeitz, ist froh, dass die Behelfslösungen für seine Sportler nun enden. Ja, dann, wo das Stadion praktisch unter Flut stand, praktisch unter Wasser, mussten dann die einzelnen Sportarten nach Alternativen suchen. Also wir möchten uns auch hiermit noch bei allen bedanken, die uns aufgenommen haben, wie zum Beispiel die Faustbauern, die konnten in Rasberg, in Kiegers Rasberg trainieren. Die Männer von den Faustbauern mussten nach Witschendorf. Nochmal vielen Dank an den Bürgermeister Hubert Schulze, der uns damals tatkräftig unterstützt hat. Dann die Leichtathleten sind nach Deisen ausgewichen und nach Wetterzeube. Dann haben wir die Sportfreunde von Bogenschützen, die haben dann mehr oder weniger individuell ihre Chance gesucht in der Umgebung. Und die Kegler konnten in Luckenau Unterkunft finden lassen, um zu trainieren. Und als Gegensatz ist es auch so, dass die Luckenauer Kegler jetzt praktisch hier bei uns eine Heimat gefunden haben im Themastadion. Also das sind so die einzelnen Sachen, die da geschehen sind, um den Trainingsbetrieb fortzusetzen. Dann gab es natürlich dann auch in dieser laufenden Zeit viele Höhen und Tiefen. Praktisch, das wurde was fertig, war nicht ganz in Ordnung. Also es wurden dann Versprechen gemacht, die nicht gehalten worden sind und. Also es war ein Lauf von vielen Sachen, Komponenten, die praktisch überwunden werden mussten. Am Ende sehen wir selber, was draus geworden ist. Ende gut, wie uns der Bürgermeister schon gesagt hat, alles gut. Wir freuen uns als Sportgemeinschaft, dass wir letztendlich durchstarten können. Das bedeutet natürlich auch, dass wir bestimmte Premieren erfüllen müssen. Zum Beispiel unsere Faustball spielen jetzt in der zweiten Bundesliga, also überregional. Und dann werden Anforderungen der DFBL gestellt. Dazu gehört zum Beispiel dieser Schiedsrichter-Wettkampfturm. Das ist ein Muss, um praktisch alle Daten aufzunehmen, um das zu überwachen und praktisch den Spielvorgang praktisch nicht zu unterbrechen. Also schnell Ergebnisübermittlung und so weiter und fort. Dies ist geschehen. Wir werden diesen Turm praktisch dieses Jahr anfangen zu bauen und werden dann nächstes Jahr, zur nächsten Saison fertig sein. Die letzte Saison hatten wir eine Ausnahmegenehmigung und deshalb sind wir glücklich, dass jetzt diese letzte Etappe dann in Angriff genommen wird. Die Besucher konnten sich am Samstag nach der Feierstunde auch selbst sportlich betätigen. Dazu waren auf dem gesamten Gelände verschiedene Stationen aufgebaut. Nun werden hoffentlich wieder viele Besucher den Weg ins Themannstadion finden. Der Terminkalender jedenfalls ist schon gut gefüllt. Das nächste Punktspiel findet jetzt am kommenden Samstag statt. Der erste FC Zeitz hat jetzt mehrere Heimspiele nacheinander. Wir fangen jetzt am Samstag an und dann eine Woche später gibt es dann eigentlich eine schöne Veranstaltung, denn da sind die Kinder- und Jugendspiele in der Leichtathletik hier vormittags im Stadion und gleich daran anschließend wird der erste FC Zeitz sein Heimspiel hier austragen. Also man sieht dann schon, dass die Nutzung des Themastadions dann auch schon anschlägt und den ganzen Tag hier Sport getrieben wird. Gut schlafen, das klingt so einfach und kann doch so schwer sein. Wir zeigen Ihnen den Weg zum erholsamen Schlaf. Als Zentrum für körpergerechte Schlafanpassung sorgen wir dafür, dass Ihr neues Bett genau zu Ihnen passt. Ergonomisch angepasste Matratzen unterstützen Ihren Körper in jeder Lage. Finden Sie die idealen Voraussetzungen für einen gesunden und erholsamen Schlaf im Bettenland Weißenfels.
Und auch für das bevorstehende Wochenende haben wir wieder für Sie einige Termine für Ihre Freizeitgestaltung herausgesucht. Hier unsere Veranstaltungstipps. Der Miprag Sport e.V. lädt am Samstag, den 14. September, zum 8. Bergbau-Seen-Cup einer Drachenboot-Regatta an den Mondsee ein. In fairen und sportlichen Wettkämpfen gilt es, einen Sieger für den Wanderpokal zu ermitteln. Die Drachenboot-Teams starten um 10 Uhr zur ersten Disziplin. Insgesamt warten 4 Disziplinen auf die Sportler. Für die Sportteams und für alle Zuschauer wird das ein toller Nachmittag, der mit einer Siegerehrung im Festzelt endet. Der Startschuss fällt Punkt 10 Uhr. Herzlich willkommen heißt es am Samstag, den 14. September, beim Feuerwehrfest in Werschen. Mittags gibt es traditionelle Erbsensuppe, nachmittags zeigen die Kinder der Kita Pfiffikus ein kleines Programm und am Abend darf das Tanzbein geschwungen werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt und das Thema Feuerwehr kommt natürlich auch nicht zu kurz. Wir wünschen schon mal viel Spaß. Los geht's um 11.30 Uhr. Die Zeitzer Weinprinzessin Annemarie Triebe und die Stadt Zeitz laden am 3. Septemberwochenende zum 13. Zeitzer Weinfest in den Schlosspark Moritzburg ein. Neben den köstlichen Angeboten der Winzer, Weinhändler und Direktvermarkter erwartet sie ein lebhaftes Live-Programm auf der Bühne im Schlosspark. Ein besonderer Höhepunkt ist die Krönung der 8. Zeitzer Weinprinzessin und das Abendprogramm mit Mike und Franz. Los geht's am Samstag um 14 Uhr. Nähere Informationen finden Sie unter www.kultur-zeitz.de. Zur Kulturnacht am 14. September werden die Naumburger Museen und eine ganze Reihe privater und öffentlicher Einrichtungen ihre Pforten öffnen. Alle Nachtschwärme erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Die Naumburger Kulturnacht wurde vor 11 Jahren ins Leben gerufen, um die Naumburger Bevölkerung zu nächtlicher Stunde die romantisch-mystische Atmosphäre historischer Gemäuer spüren zu lassen. Von 19 bis 23 Uhr können die Besucher in den Einrichtungen verweilen. Dies ist eine gemeinnützige Veranstaltung des Museumsvereins in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum und vielen weiteren kulturellen Trägern. Wie jedes Jahr ist auch dieses Mal wieder der Eintritt frei. Ausführliche Informationen erhalten Sie unter www.museumnaumburg.de. Zum Tag des offenen Denkmals hatten Interessierte wieder die Möglichkeit, zahlreiche Baudenkmäler hier bei uns im Burgenlandkreis zu besuchen. So unter anderem auch in Zeitz den Dom Peter und Paul. In Zeitz entstand nach einer Überlieferung im 10. Jahrhundert eine Königsburg und eine dazugehörige Kirche. Mit der Entstehung des Zeitzer Bistums entwickelte sich die Kirche zu einer Kathedrale für die dort ansässigen Bischöfe. Ein Jahr später, Weihnachten, kommen dann die Bischöfe in ihre jeweiligen Bischofssitze. Aber schon vorher, nachzulesen in der Chronik von Dietmar von Merseburg, muss hier im Bereich des heutigen Kreuzganges ein ottonischer Königspalast gewesen sein. Denn ein Bischof hat man ja nicht irgendwo hingeschickt. Da muss also schon was gewesen sein. Der Dom sieht auf den ersten Blick gotisch aus, aber wir haben durchaus auch die romanischen Elemente noch. Mit etwas Geschick versteckt sieht man die dann auch. Die Wand mit den Malereien, das ist die ursprüngliche Außenwand der romanischen Basilika. Und wenn man jetzt hier auf der Südseite guckt, sieht man noch diesen halbrunden Bogen und oben diese kleinen zugemauerten romanischen Fenster. Und hier vorne im Chorraum, da geht das bis zu den großen, den gotischen Fenstern, und da ist auch noch mal so ein kleines romanisches Fenster, und in dem hat man einen Holzrahmen gefunden, der ins frühe 11. Jahrhundert datiert werden konnte. Von daher ist uns dann auch die Bauzeit bekannt. Aus dieser Kathedrale ging später der Zeitzer Dom hervor, welcher allerdings um 1028 einen Neubau erhielt.
Weite Teile des Doms sind noch aus der Zeit des Neubaus erhalten geblieben. Der Dom beherbergt heute eindrucksvolle Kostbarkeiten. Das ist dann hier das älteste Ausstattungsstück des Doms. Der Taufstein stammt etwa aus der Zeit um 1250. Man denkt, dass er eventuell von Kloster Posa stammen könnte, aber genauso gut könnte er hier im Dom gestanden haben. Also so zu 100% weiß man es nicht. Heute ist dann hier ein Weihwasserkessel drin eingelassen und wenn wir als Katholische in der Kirche gehen, dann machen wir ein Kreuzzeichen, das uns an die Taufe erinnern soll. Und wenn eine Taufe ist, dann nimmt man den einfach so heraus. Findet die immer noch an diesem altehrwürdigen Stein statt. Eindrucksvoll ist die Hallenkrypta, die zu den ältesten in Deutschland gehört. Die Krypta hat zur Reliquienverehrung gedient. Später ist sie Kapelle gewesen, die man dann zu Reformationszeiten entfernt hat. Und der Herzog hat das dann zu seiner Grablege umfunktioniert. Und das sind dann heute hier die Särge der herzoglichen Familie. Von Herzog Moritz, zwei seiner Frauen, die er nacheinander gehabt hat, einer seiner Söhne mit Frau und insgesamt von 8 Kindern. Im 14. und 15. Jahrhundert fand ein Umbau der kreuzförmigen Basilika zu einer Hallenkirche im gotischen Stil statt. Dazu bezieht man dann kurzerhand den Kreuzgang mit in die Kirche ein und so entsteht dann diese einseitige Südempore. Denn der einseitige Emporenbau kommt ja erst in nachreformatorischer Zeit. Im Zuge des Herrschaftsantritts von Herzog Moritz von Sachsen-Zeitz im Jahr 1657 begann auf der Moritzburg der Bau eines Barockschlosses. Dieser Bau sorgte für eine erneute Umgestaltung der Kirche um 1664 im Stil des Barocks. Auf der westlichen Seite des Langhauses entstand eine Fürstenloge, die eine Verbindung von Schloss Moritzburg mit dem Zeitzer Dom möglich machte. Mit dem Tod des Herzogs von Sachsen-Zeitz sank die Relevanz des Doms und der bauliche Zustand verschlechterte sich mit der Zeit. Im Schloss wird eine Besserungsanstalt eingerichtet. Der Dom dient als Gefängniskirche, hat noch andere verschiedene Fremdnutzungen. In der Zeit geht Schloss und auch Dom in Stadtbesitz über. Durch die Industrialisierung, die Umquartierung aus dem Westen, die Vertreibung aus den Ostgebieten, ist dann die katholische Gemeinde so groß, dass die im 19. Jahrhundert erbaute Pfarrkirche zu klein wird. Und da konnten wir als Gemeinde den Dom von der Stadt pachten und als Kirche nutzen bis 1982. 1982 stürzte der südwestliche Vierungspfeiler ein, was am gotischen Gewölbe der Kirche erhebliche Schäden anrichtete. Erst nach der Wiedervereinigung wurde die Sanierung des Doms vorangetrieben. 1998 wurde die Kirche wieder geweiht und zur Landesgartenschau 2004 die Sanierung abgeschlossen. Seitdem wird der Dom wieder rege genutzt. Der Zeitzer Dom ist zurzeit die Pfarrkirche der katholischen Gemeinde, katholischen Pfarrei St. Peter und Paul Zeitz, und zwar seit 20 Jahren. Dieses Jahr ist es 20 Jahre her, nachdem er nach der Wiedereinweihung genutzt wird von uns. Also zunächst einmal dient sie für unsere Gottesdienste und natürlich dann auch Hochzeiten, Taufen oder das Requiem, wenn wir für Verstorbene beten wollen. Und andererseits ist es genutzt für viele Konzerte. Es gibt da einen Förderverein für die Euleorgel, die eine Konzertreihe veranstaltet. Es gibt andere, die hier regelmäßig Konzerte halten oder Anfragen von außerhalb. Also es ist hier ein dicht gefülltes Programm auch im Dom. Egal wohin das Auge blickt, im Dom kann man viele Kostbarkeiten entdecken. Die beiden Orgelemporen, angeregt von Heinrich Schütz, der barocke Hochaltar mit Palmbaumsäulen, Blatt- und Fruchtgehängen und dem Kreuzigungsbild vom Hofmaler Christian Schäfer sowie die Grabplatten zu beiden Seiten des Chores.
Auch in diesem Jahr zog es wieder viele Besucher nach Freiburg. Ja, wohin? Zum traditionellen Winzerfest. So auch unsere Mitarbeiterin Marie-Louise Luther. Die Winzerin Annemarie Triebe ist die 50. Gebietsweinkönigin von Saale und Unstrut. Bis 2020 wird sie das nördlichste Qualitätsweinanbaugebiet Deutschlands vertreten. Annemarie Triebe wurde 1996 in Zeitz geboren und wuchs in Würchwitz auf. Ihre Eltern besitzen eine Rebfläche von 12 Hektar. Annemarie absolvierte nach der Schule eine Ausbildung zur Winzerin. Im Anschluss studierte sie im Weinanbaugebiet Franken an der Landesschule für Weinbau und Gartenbau. Seit Juli ist sie staatlich geprüfte Technikerin für Weinbau. Sie arbeitet als Winzerin auf dem Weingut ihrer Eltern in Würchwitz. Sie ist aber auch keine Unbekannte, denn derzeit trägt sie noch die Krone der Zeitzer Weinprinzessin. Dieses Amt bereitete sie auf die jetzige Aufgabe vor. Als Weinkönigin wird Annemarie Triebe bei zahlreichen Veranstaltungen wie Messen und Empfängen dabei sein. Als Königinnenwein hat sie sich für einen Weißburgunder entschieden. Was macht eine Stadt aus? Straßen, Gebäude, Plätze? Nein, es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen. Und liebe Zuschauer, wir blicken wieder mal zurück. Was war so los vor 10 Jahren? Erinnern Sie sich noch? 2009 feierte die Unstrutbahn ihr 120-jähriges Jubiläum. Sonderfahrten und eine Fahrzeugschau waren dabei nur einige Höhepunkte. Die Unstrutbahn zwischen Naumburg und Adern wurde 1889 eröffnet. Seit 1999 fahren hier moderne Triebwagen der Burgenlandbahn im Stundentakt. Heute verkehrt sie zwischen Naumburg und dem Haltepunkt Wangen. Und das macht sich auch an den Fahrgastzahlen bemerkbar. Was die Zahlen der Burgenlandbahn anbelangt, muss man auch sagen, also ist in letzter Zeit ist doch hier ein positiver Trend, der sichtbar ist und nicht zuletzt vielleicht auch zurückzuführen ist auf den neuen Haltepunkt in Wangen, den wir ja auch mit auf unsere Initiative halt, ich sag mal, da gebaut und jetzt auch vermarkten. In unzähligen Arbeitsstunden sorgten die Mitglieder des Vereins dafür, dass der Streckenabschnitt bis Rostleben wieder befahrbar gemacht wurde und an diesem Tag eröffnet werden konnte. Aber nicht nur darum kümmert sich der Verein. Wir setzen uns dafür ein, also auf der politischen Ebene, dass wir darauf aufmerksam machen, dass die Bahn noch gebraucht wird. Dass wir darauf aufmerksam machen, dass die Bahn gefördert werden muss, dass wieder attraktive Bedingungen fürs Bahnfahren geschaffen werden müssen, dass die Fahrzeiten hier wieder konkurrenzfähig sein müssen und auch die Fahrpreise in einem Rahmen sind, dass sich das die Leute auch noch leisten können, damit die Eisenbahn wirklich als eine Alternative zum Individualverkehr auch wahrgenommen wird. Also was uns halt auch wichtig ist, dass das Bahnhofsumfeld attraktiv gestaltet wird. Wir sehen ja hier, dass es manches noch im Argen ist, dass es nicht unbedingt so aussieht, wie man sich das vorstellt. Und dafür setzen wir uns eben ein, dass sich da auch die zuständigen Stellen ein bisschen drum kümmern, dass das Bahnfahren auch wirklich wieder attraktiv wird. Und so kamen hunderte Eisenbahninteressierte an diesem Tag nach Karsdorf. Hier gab es neben den modernen Fahrzeugen der Burgenlandbahn auch eine Diesellok der ehemaligen Baureihe 110 und eine Dampflok der Baureihe 41 der Deutschen Reichsbahn zu bestaunen. Aber nicht nur ansehen konnten die Besucher diese beiden Fahrzeuge, sondern sie hatten die Möglichkeit, einmal selbst auf dem Führerstand mitzufahren. Dieses Angebot
wurde natürlich nicht nur von den Kindern begeistert angenommen. Die 411144 gehört heute zu dem betriebsfähigen Fahrzeugbestand der Interessengemeinschaft Verabahn Eisenach und wird für zahlreiche Sonderfahrten genutzt. So ist sie unter anderem vor dem Rotkäppchen-Express von Eisenach nach Freiburg zu sehen. Die Erfurter Bahn stellte mit ihrer Lisa eine Diesellok der ehemaligen Reichsbahnbaureihe 110 aus. Diese von 1964 bis 1978 gebauten und bis zu 1000 PS starken Loks sind auch heute noch bei der Bundesbahn und vielen Werksbahnen im täglichen Einsatz. Insgesamt wurden von dieser Baureihe 1146 Stück gebaut und sogar nach China exportiert. Selbst auf der Harzer Schmalspurbahn sind diese Loks im Einsatz. Ein Highlight für alle Besucher war dann am späten Nachmittag die Ausfahrt des Dampfsonderzuges. Und so machte sich die 411144 mit ihrem Nostalgiezug wieder auf nach Freiburg, um dort ihre Fahrgäste nach Erfurt aufzunehmen. Und jetzt wird's wieder sportlich, denn wir kommen zu den Sportergebnissen vom Wochenende. Also, wer hat wie gegen wen gespielt? Hier unser Sportblick. Der Sport im BLK-TV wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Burgenlandkreis, Ihrem kompetenten Partner in allen Geldangelegenheiten. Sparkasse, gut für die Region. In der zweiten Runde des Landespokals gewann die Elf von Blau-Weiß-Torbau auf heimischen Rasen gegen die Mannschaft vom VfL Halle mit einem Endstand von 3:2. Und auch der SSC Weißenfels fuhr mit 0:2 bei Germania 03 einen Sieg ein. Rot-Weiß-Weißenfels konnte am Samstag nicht punkten, sie mussten eine 0:1 Niederlage einstecken. In der Handball-Oberliga ging es am Samstag für die Mannschaft vom HC Burgenland zur HSG Freiberg. Und am Ende der Begegnung traten die Domstädter mit einem 24:28 Sieg die Heimreise an. Und auch die Damen vom HC Burgenland verließen das heimische Parkett am Sonntag mit einem klaren 32:22 Sieg gegenüber der zweiten Mannschaft vom HC Rödertal. In der Handballverbandsliga unterlag die zweite Männermannschaft vom HC Burgenland mit 37:24 dem Staßfurter Team. Und auch der WHV unterlag am Sonntag mit 29:38 dem Team vom HV Wernigerode. Der Sport im BLK-TV wurde Ihnen präsentiert von der Sparkasse Burgenlandkreis, Ihrem kompetenten Partner in allen Geldangelegenheiten. Sparkasse, gut für die Region. Damit, liebe Zuschauer, sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, es waren wieder interessante Themen mit dabei. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal eine schöne Woche. Wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, zur nächsten aktuellen Sendung am Freitagabend hier bei Ihrem BLK-TV. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.